Die BCG-Portfolioanalyse. Was lernen Sie in diesem Slidecast? Was eine Portfolioanalyse ist, in dem speziellen Fall die BCG, Boston Consulting Group Portfolioanalyse, die eine der ersten war, die auf diesem Markt existiert haben. Sie lernen, wofür sie gebraucht wurde oder wird. Sie lernen die Ableitung der Normstrategien. Das sind der Empfehlungen, die laut BCG eine Rolle spielen, wenn Unternehmen auf bestimmten Feldern dieser Portfolioanalyse landen. Ziele der BCG-Portfolioanalyse sind Aufschluss über die strategische Situation der Geschäftsfelder, Verteilung interner Ressourcen und die optimale Kombination der Produkte. Darüber hinaus, das ist bereits angesprochen worden, lassen sich daraus Normstrategien ableiten und Handlungsempfehlungen für das strategische Management, die aber, und das ist immer ganz wichtig, eine erste Empfehlung sein sollen und normalerweise zumindest nicht dazu dienen sollen, abschließend Handlungen durchzuführen. Die BCG stellt ihre Portfolioanalyse wie folgt dar. Es gibt einmal auf der Abszisse den relativen Marktanteil. Der relative Marktanteil ist immer der Marktanteil zum stärksten Konkurrenten, also nicht zwingend zum größten Unternehmen im Markt. Das ergibt in manchen Fällen keinen wirklichen Sinn, sondern zum stärksten Konkurrenten, also dem Unternehmen, was dem eigenen Unternehmen die meisten Kunden potenziell droht wegzunehmen. Die Achse wird unterteilt, inzwischen klassischerweise bei 1,0, das heißt also rechts von 1,0 ist der eigene Marktanteil höher als der des stärksten Wettbewerbers, links davon ist er kleiner als der des stärksten Wettbewerbers. Das wird entsprechend von der BCG als positiv bzw. negativ beurteilt und beruht auf der Annahme, dass Betriebsgrößenvorteile erzielt werden können. Auf der Ordinate haben wir das Marktwachstum in Prozent angegeben. Hierbei handelt es sich um das Wachstum des Marktes, der betrachtet wird. Sofern mehrere Märkte betrachtet werden, werden dort die einzelnen Märkte auch abgetragen. Und es muss lediglich dafür gesorgt werden, dass sie prozentual auch in diese grafische Darstellung hineinpassen. Entsprechend kann unterschieden werden eben auch dort zwischen eher niedrigem Marktwachstum, genau genommen natürlich einem Wachstum von 0 dort, wo sich die Achsen treffen, und einem hohen Wachstum weiter oben. Trifft man diese Unterscheidung zwischen diesen beiden Größen, so lassen sich vier Felder abtragen. Diese vier Felder werden beschrieben auf der einen Seite ganz oben links mit den sogenannten Question Marks. Das sind die Produkte, die einen relativ niedrigen Marktanteil und relativ hohes Marktwachstum aufweisen, meistens in einer sehr frühen Phase des Marktlebenszyklus oder Produktlebenszyklus, der Annahme gemäß eben dort der Achse des Marktwachstums zugrunde liegt. Und die Idee ist, dass wenn man Produkte hat, die als Question Marks, als Fragezeichen zu bezeichnen sind, dann müssen es solche Produkte sein, bei denen man eben nicht genau weiß, was man damit macht. Deswegen eben auch die Bezeichnung als Fragezeichen. Also die Frage, wird investiert oder wird nicht, wird davon abhängig gemacht, was weitere Untersuchungen der jeweiligen Produkte ergeben, die sich in diesem Feld befinden. Deswegen ist die strategische Empfehlung eine Selektionsstrategie. Die Frage also, welche der Produkte lassen sich weiterentwickeln, nämlich zu den sogenannten Stars. Die befinden sich oben rechts mit relativ hohem Marktanteil und eben auch noch einem hohen Marktwachstum. Und Stars sind eben immer solche, die einen hohen finanziellen Bedarf haben. Das gilt in der Musikindustrie wie bei Produkten. Und dieser hohe finanzielle Bedarf führt eben dazu, dass man das als Investitionsstrategie bezeichnet. Die strategische Empfehlung, also die Normstrategie der Investition, zugrunde liegt. Darunter befinden sich die Cash Cows. Das sind die Melkkühe, wie man es im Deutschen bezeichnen würde, die abgeschöpft werden. Das, was dort abgeschöpft wird, fließt dann seinerseits in Question Marks und Stars. Das heißt also, wir haben hier normalerweise sehr hohe Cashflows. Diese Cashflows werden benutzt, um solche Produkte zu fördern, die sich dann bei den Question Marks als erfolgreich bewiesen haben bzw. Erfolgspotenziale aufweisen, und solche Produkte, die im Rahmen der Stars das bereits geworden sind. Am Ende bleiben die sogenannten Poor Dogs am Ende meistens eines Produktlebenszyklus übrig, also die armen Hunde, die sich dadurch auszeichnen, dass sowohl der relative Marktanteil als auch das Marktwachstum
vergleichsweise niedrig sind. Diese armen Hunde zeichnen sich normalerweise dadurch aus, dass sie eben keine Zukunft haben und dass die klassische Strategie, die der Deselektion ist, das heißt also, man geht raus aus dem Markt, versucht diese Produkte eben abzubauen oder die Anzahl dieser Produkte abzubauen. Die Tatsache, dass hier mehr oder weniger zumindest ein Produktlebenszyklus zugrunde liegt, lässt sich nochmal kurz darstellen, so wie das oben rechts zu sehen ist. Die Question Marks, also am Anfang des Lebenszyklus, die Stars danach, die Cash Cows am Ende, dort wo das Geld dann erzielt wird, der Cashflow erzielt wird zur Finanzierung der anderen Produkte und am Ende die Poor Dogs, die überbleiben und dann eben desinvestiert werden, sofern sie tatsächlich aus diesem Markt verschwinden müssen. Als Beispiel lässt sich zeigen eine mögliche Aufteilung von Produkten, die häufig über sogenannte Bubbles, also über Kreise dargestellt werden. Diese Darstellung soll auch nochmal einem deutlich machen, dass quasi ein dritter Faktor eine wichtige Rolle spielt. Das ist der Umsatzanteil des jeweiligen Produktes am Gesamtumsatz. Und man kann hier sehr schön sehen, dass es Produkte gibt, die relativ wenig Umsatzanteil besitzen. Zum Beispiel eben im Bereich der Poor Dogs mit 32.000 Euro oder im Bereich der Question Marks, der Fragezeichen mit 98.000 Euro. Auf der anderen Seite, umso größer der Kreis, umso größer der Anteil am Umsatz, sodass wir auf der rechten Seite Produkte haben, die vergleichsweise wichtig sind. Was in dem folgenden Beispiel sehr schön deutlich wird, ist die Tatsache, dass man zwar auf der einen Seite viele liquiditätsbringende strategische Geschäftseinheiten oder eben Produkte hat, das sind die sehr großen Kreise bei den Stars bzw. den Cash Cows, auf der anderen Seite aber die Tatsache, dass vergleichsweise wenig Produkte nachkommen, also kaum Nachwuchsprodukte vorhanden sind, sodass ein Unternehmen in einer solchen Situation sich die Frage stellen müsste, ob es nicht Geld in Forschung und Entwicklung investiert. Vorteile der BCG-Matrix: einfache Handhabung, jeder versteht, was gemeint ist, jeder merkt sich irgendwas mit Kühen und irgendwas mit Hunden. Es erleichtert die Entscheidungen tatsächlich durch den sehr, sehr direkten Überblick über das, was im strategischen Geschäftsfeld möglich und nötig ist. Und es gibt auf einen Blick einen Gesamtüberblick über das, was dort vorliegt. Die Nachteile der BCG-Matrix: die Datenlage ist vergleichsweise gering, deswegen immer die Empfehlung, zusätzlich andere Analysen zu fahren, da wir hier nur zwei Faktoren berücksichtigen können, die auf den jeweiligen Achsen stehen, oder eben so, dass der Umsatzanteil mit hinzugenommen wird, einen dritten Faktor betrachtet. Das reicht aber für die strategische Entscheidung der Desinvestition bei Produkten normalerweise nicht aus. Der zweite Nachteil ist der Status Quo-Betrachtung, der Ist-Betrachtung. Das heißt, es wird ein Zeitpunkt betrachtet. Wichtig wäre hier eine dynamische Betrachtung über einen Zeitraum, sodass auch zum Beispiel bei den Fragezeichen eben gesehen werden kann, entwickeln sich Produkte im Rahmen dieses Fragezeichenfeldes eher in Richtung Sterne, also Stars, oder eher in Richtung Poor Dogs, um entsprechende Empfehlungen dann treffen zu können. Die Normstrategien, das war bereits angesprochen, sind sehr stark vereinfacht. Hier der dringende Hinweis, andere Analyseformen folgen zu lassen. Was haben Sie gelernt? Zum einen, was eine BCG-Portfolioanalyse ist, wie sie angewendet wird, welche Normstrategien sich für welche Produktlebensphasen eignen und die Tatsache eben, dass die BCG-Matrix bzw. die BCG-Portfolioanalyse sehr leicht zu handhaben ist und Entscheidungen sehr stark erleichtert. Wichtig nochmal ganz am Ende, es sind nur zwei Faktoren und es ist eine Ist-Betrachtung. Deswegen immer wieder der Hinweis, bitte, bitte, bitte weitere Analysen folgen lassen.